Ordentlich gescheppert hat es Dienstagvormittag um etwa 10.30 Uhr am Wiener Ring auf der Höhe der Hauptuni. Beim Abbiegen traf ein LKW den Kofferraum des 7er BMWs von Arbeitsminister Martin Kocher. Im Wagen befanden sich neben Kocher und seinem Chauffeur auch zwei Mitarbeiter. Die vier Insassen waren nach der Arbeitsmarktpressekonferenz um 9.30 Uhr im Bundeskanzleramt auf dem Weg zum Europäischen Forum im Altbach, als es krachte. Ein Augenzeuge berichtet, der ganze Kofferraum war zusammengedrückt und die Heckscheibe zersprungen. Bei dem Verkehrsunfall soll Generalsekretärin Eva Landrichtinger, die hinter dem Fahrer saß, Prellungen erlitten haben. Die 28-jährige Juristin wurde jedenfalls von einem Rettungsteam der Johanniter vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Alle anderen Insassen blieben unverletzt und nahmen ein Taxi zurück ins Ministerium. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden am BMW bei zumindest 10.000 Euro. Der Termin in Altbach wurde nicht abgesagt. Nachdem die Limousine jetzt in einer Werkstatt steht, musste Kocher auf die Bahn ausweichen. Es kam zu einer Verzögerung. Der LKW-Fahrer selbst bemerkte den Zusammenstoß, hielt an und entschuldigte sich. Die Polizei führte einen Alkoholtest durch. Laut dem Zeugen war der Mann augenscheinlich nicht betrunken. Kocher blieb nach dem Unfall jedenfalls relativ cool. Um 12 Uhr war er dann im Ö1-Mittagsjournal schon wieder voll und ganz bei der Sache und diskutierte mit dem Moderator unter anderem über die mögliche Streichung von Zuverdiensten für Arbeitslose und die Überlegung eines degressiven Arbeitslosengeldmodells.